Hallo und herzlich willkommen zu Slime Ranger. Ich glaube, jetzt sind wir in der Folge 31 und natürlich immer noch in der Version 0.3.0.b ohne Punkt. Und ja, ich habe direkt die nächste Folge gemacht und wir gehen jetzt mal da hinten hin und gucken mal, was da ist. Sind Details? Wir machen das aber natürlich im Hellen. Deshalb gehen wir nochmal schnell schlafen. Hätte ich auch vorher machen können. Aber man weiß ja, wie das ist, ne? Ist, manchmal ist das halt so. So. Ich bin bereit. Gib mal Gas jetzt hier. Ach hier, den Paddleslein, den tue ich aber eben noch und ich glaube, ich werde da auch Wasser reinfüllen. Guck mal, das Becken ist schon ziemlich leer. Siehst du, ne? Und das war nicht. Also dieses Becken war nicht leer. Ich könnte wetten, die werden jetzt Wasser verbrauchen. Ja, da freut ihr euch, ne? Schön. Können wir mal drauf achten? Ich weiß auch gar nicht, wie viele jetzt hier drin sind. Ihr könnt ja mal zählen. Mir doch egal. Aua. Jetzt haben wir natürlich kein Wasser mehr. Aber da hinten ist so eine, ist ja wieder die Wasserquelle. Die liegt dann auf dem Weg. Da machen wir uns noch vorher voll. Und dann. Und dann. Dann wird's spannend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier die Mint Mangos und so mitschleppe, aber ist ja egal, wir haben die erstmal am Mann. Wofür auch immer. Vielleicht können wir damit jemanden besänftigen. So. Und erstmal einen ganzen Sack voll Wasser. Vielleicht habe ich hier auch noch was übersehen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Ecke, wo man auch noch gucken kann, hingehen kann. Mein. Im Endeffekt ist hier vorne, da waren wir noch nicht drauf, auf dieser kleinen Insel. Es gibt hier noch viele so kleine geheime Ecken, man weiß nie, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Jetzt gehen wir in das neue Gebiet, fertig. Wir rutschen da jetzt einfach durch. Ganz schnell hier an den Bösen vorbei. Lass mich mal. Ja, macht ihr mal. So, und jetzt werden wir unseren Key verwenden. Kleinen Moment, ich muss mir noch mal eben gerade hinsetzen. Oh. Schluck trinken. Und ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Steam-Inventar. Sehe ich gerade. Das muss mit dieser Tür zusammenhängen. Okay. Direktas. Ist klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Was ist denn hier? Das ist ja echt neu, ne? Sehr mystisch alles. Was ist denn da hinten? Da ist auch so ein Baustellenzeichen, ne? Da, genau so. Baustelle? Baustellen haben wir hier ja viele. Okay. Was ist? Gibt es hier kleine? Oder wo ist denn der jetzt? Ist der nicht gerade einer mir vorbeigeflogen? Gibt es hier Notars? Hat der sich gerade aufgelöst? Ah, die werden auch noch abkacken da vorne. Ich sag mal, die halten ja nicht allzu lange. Das wissen wir ja schon, da. Kaputt. Wenn ich hier runter hüpf, komme ich hier wieder rauf? Ja, ne? Ah, das kennen wir ja alles, ne? Pogefrucht.
so ein Blum, Boom, Boom, Plot. Brauchen wir jetzt auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ach, guck mal, jetzt kommen Slimes raus. Aber alles so... Aber bei der Mischung, die da rauskommt, ist natürlich klar, dass hier ruckzuck Tars entstehen, ja? Das ist klar. Da hast du hier wieder ruckzuck die Viecher. Keine Frage. Ich meine, zumindest sobald die gefüttert werden, da hinten ist ein Durchgang. Wir gehen hier nochmal hoch. Gucken. Jetzt. Mit den Dingern kannst du aber irgendwie nichts machen. Nö. Wenn ich hier rauf gehe. Aha. Auch nicht wirklich was. Dann müssen wir durchs Loch und gucken, was als nächstes kommt. Okay. Yeehaw. Wäre auch cool mit so einer VR-Brille, ja. VR-Brille, das wäre ja ehrlich, ey. Dafür bräuchte ich ja pauschal nochmal einen neuen Rechner und halt die Brille. Kostet auch alles gar nichts, ne? So ein der Spaß, wenn du den jetzt machen willst, ne? Kannst du gar nicht meckern. Mal vielleicht wird tatsächlich eine Grafikkarte reichen für, ich weiß nicht, 350 Euro und dann nochmal so ein Ding. Aber ey, dann bist du auch bei 1200, 1300 Euro oder so. Ist schon echt hart. Ratet mal, was wir mit dem machen müssen. Ich wette, wir müssen dich füttern, hä, Kollege? Die Frage ist nur, mit was? Mit Mangos sind dir, glaube ich, ziemlich egal, aber du frisst die, die viereckigen, ne? Die, ich weiß nicht, wie sie gerade heißen. Die frisst der. Den können wir damit füttern. Und davon haben wir ja eigentlich genug. Da werden wir ein paar von anpflanzen. Dann, dann werden wir den mästen. Alter, da ist ein Durchgang. Da ist ja auch nochmal ein Durchgang. Okay, gehen wir erstmal unten oder gehen erstmal da lang, okay? Ach, ist das verlockend. nützt nicht wirklich was. Aber wenn ich hier so... Nicht wahr? Mal gucken, komm, will ich mal gucken. Einmal gucken hier. Wow. Ja, hier ist extrem viel von den blauen sind hier. Ja, beruhig dich mal. Dreht mal nicht gleich am Rad hier. Da hinten geht es wieder weiter. Aber so wirklich neue Slimes habe ich noch keine entdecken können. Auch noch weiter. Ach du Gott, ich verlauf mich hier. Ich verlauf mich. Okay. Das probieren wir jetzt nicht aus, weil ich nicht weiß, wo wir dann landen. Und ich weiß ja sowieso schon nicht mehr, wo ich bin. Echt, ich weiß nicht, wo ich bin. Baustelle, okay. Aber sowas von. Guck mal, da hinten ist das... Ah! Das ist der Weg? Wo wir sonst drüber gelaufen sind? Ist klar, ne? Von da hinten kommst du und dann bist du da rüber gegangen, oder? Und hier ist der Weg, der dann zu Ende geht. Müssen wir uns dann nochmal von der anderen Seite auch noch angucken, ob ich da richtig liege. Kann sein, muss aber nicht. Und hier war sonst nichts. Und die haben wir ja auch schon. Das sind die Heartbeats.
Heartbeats, Heartbeats, Heartbeats. War nicht so, dass die die essen? Aber, oder haben die Viereckigen gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass die Heartbeats gegessen haben. Falls war... Ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt weiter lang ging. Da war da noch ein Durchgang hier vorne irgendwo. Irgendwo ging es da weiter. Aua! Pogo, ne? Pogo? Hier, ne? Von wo sind wir gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Von da sind wir gekommen. Von da sind wir gekommen. Und wir gehen jetzt hier weiter. Und hier im Wasser? Gibt es noch irgendwas im Wasser, was ich übersehen haben sollte? Außer die Kiste, die da vorne schwimmt. Warte mal. Was ist... Nee. Ist das ein Problem? Ist das jetzt ein Problem, dass wir die bei haben? Wir haben grüne, wir haben Red Slime. Wir haben Red Slime. Ich fasse es nicht. Das ging jetzt aber, das war jetzt so unverhofft und flott. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen in der Ecke. Achso, das hält sowieso an. Veggie, okay. Also, die essen vegetarisch. Favorit? Co. Oka? Oka. Coca-Cola oder was? Ich will das jetzt nicht alles lesen. Ich bin jetzt. Mein Englisch ist ja auch nicht so super geil. Bis ich das jetzt alle durchgelesen habe, ihr könnt euch das alleine reinziehen jetzt. Ich werde mir das in Ruhe dann mal durchlesen, damit ich weiß, Her damit! Ah, cool, ey, die sind ganz einfach zu fangen. Ich habe echt damit gerechnet, das wird voll schwer. Aber... Komm her! Ah, wenn der im Wasser landet, dann ist er natürlich sofort platt. Ist ja ausgezeichnet. Noch einer? Jawohl! Wir haben die Ocker. Da hinten sind noch mehr. Oh, die sind... Die musst du richtig kräftig aus dem Boden ziehen. Ich frage mich gerade, ob vielleicht noch ein paar spawnen von den Grünen. Wenn die hier spawnen, dann ist ja möglich, dass die hier spawnen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, wo die spawnen. Es war doch hier, irgendwo. Irgendwo hier. Einmal so einen Blick unter Wasser werfen. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Aber ist für nichts gut. Okay. Na gut, komm, dann lass uns weitergehen. Lasst uns weitergehen. Hier lang, ne? Ja. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich kann dich nur abstoßen. I'm so sorry for you. Slime-Mörder. Ich Slime-Mörder. Hier ist schon wieder so ein Totenkopf. Zeichen. Oh, ah! Ach, du bist so eine Mischung jetzt, ja? Hau mal ab. Fiese Mob. Fiese Mob. Muss ich jetzt echt, kannst du nur springen, ja? Jetzt wird's ja spannend, du. Dass wir so ein... Was habe ich denn jetzt weggeschossen? Aua! Ey, ich kann den nicht. Doch, jetzt. Ich gehe mal auf Mint Mango. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas... Hast du das gesehen? Dieses radioaktiv? Hat der irgendwas Radioaktives auf dem Boden gelassen? Was
ich nicht gut fand? Habe ich jetzt gerade wieder was verpasst? Huch. Den habe ich rausgeschossen. Na, ist nicht schlimm. Oh. Okay. Die könnten wir uns noch holen, die Kollegen. Ah! What? Nicht, dass das jetzt eine schlechte Entscheidung war, hier mal eben so schnell hinzugehen. Geh weg. Meiner. Da, guck mal, Radioaktivität, 25. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Oh. Oh, die sind aber extrem viele von denen, ja? Da werden wir uns gleich ein Mördergehege machen. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie... Oh, die schon wieder. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Geh weg. Nein, du frisst den nicht auf. Aber auf jetzt. Hörst du auf. Kannst du mich mal... Was ist das jetzt davon? Dich kann ich nicht mehr gebrauchen. Wo sind die anderen Grünen? Oh, da hinten. Oh, oh, oh. Also Grüne, die explodieren, die sind ja heftig, ja? 26 haben wir schon. Ich will sie alle, ich will sie alle. Komm her. Den auch. Meiner. Da ist noch einer. Mach ihn nicht kaputt, Mann. Aber schwer zu kriegen, nicht wahr? So. Oh, was hängt er denn da hinten? Keine Ahnung. Schön. 33. Das ist doch eine schöne Zahl. 33 ist eine schöne Zahl. Hat irgendeiner auch nur den blassesten Schimmer von wo wir gekommen sind und wo wir hingehen? Aua, sollten. Weil ich nämlich nicht... Bin ich von hier gekommen? Bin von hier gekommen. Okay. Und da ist so eine zerbrochene Brücke. Oh. Kommen wir da hoch? Ja. Ja. Da ist noch so einer. Das ist doch... Das ist ja genauso einer. Wie in der Höhle. Oh, den müssen wir uns merken. Was sitzt der denn hier rum? Wie viele gibt es denn davon? Kommen wir hier wieder rauf, wenn wir hier runtergehen? Ach, muss ja irgendwie, muss das ja. Wann hat die Heartbeats, die essen? Hallo, Kollege Schnürschuh. Du bist doch genauso einer, ne? Also ich glaube, du bist genauso einer. Aha. Heartbeats sind gut, ne? Komm, ich hab die gerade bei, kannst du haben. Kein Problem. Hier kommen wir hoch. Der dampft hier. Was dampft hier? Keine Ahnung. Ach so, und dann kommen wir von hier und können direkt weiter. Die Aua! Grün sammeln. Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Und ein Schickedu haben wir auch irgendwie eingesammelt. Guck mal da vorne. Oder war das gerade? Nee. Nee. Gehen wir hier weiter? Ruhig hier. Aber. Oh. Es gibt auf jeden Fall Slimes. Wenn auch nicht unbedingt viele. Oh, doch.
Ich finde nie wieder nach Hause. Das war's. Das war's, Leute. Wir werden hier versauern. Boah, unheimlich viele von diesen Rock Slimes. Hier geht's schon wieder weiter. Ist ein Mordsgebiet, ehrlich. Ich sag's dir. Und wir sind noch gar nicht bei dem ersten großen Rock Slime. Da gab es ja auch noch einen Durchgang, ne? Den sind wir noch gar nicht lang gegangen. Aber ich hatte erst gedacht, die essen hier die Dinger. Ich glaube, die essen die auch, aber die Lieblingsteile sind die anderen. 44. Schon wieder eine schöne Zahl. Guck. Wir hatten die ganzen Holzkonstruktionen hier errichtet. Muss ja mal irgendwann irgendjemand gemacht haben, ne? Ja, hier geht's nicht weiter. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich hier mache. Ich renne hier rum. Ich verlaufe mich total, ehrlich, ey. Oh, oh, es geht wieder los. Ich bin gerade echt überfordert. Ich weiß nicht, von wo wir gekommen sind. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen sollte. Also da sind wir noch... Von hier sind wir zumindest nicht gekommen. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Mal gucken, was noch passiert. Weil... Tja, der nimmt auf und nimmt auf und nimmt auf. Und ich habe damit nicht gerechnet, dass das Gebiet so riesengroß ist. Alter, was geht? Ach so. Ach so. Jetzt sind wir da wieder rausgekommen. Das ist eine Runde. Ah, ja cool. Komm, lass uns zurückgehen. Wir haben mal gepflegt 44 radioaktive Slimes. Oh, ich bin total überfordert. Hier war ja noch ein Gebiet. Ach du Scheiße, von wo bin ich denn gekommen? Ich bin jetzt total nach Hause. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es noch nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich weiß es echt nicht mehr. Hier lang? Ja. Oh. Das Gebiet ist groß, oder? Das Gebiet ist echt groß. Kannst du nicht meckern. Das ist schon einiges. Und jetzt geht's ja los. Was kann man mit diesen radioaktiven Dingern machen? Ich bin sicher, euch fällt da einiges zu ein. Ich glaube, wir müssen unsere Käfige, da müssen wir entrümpeln und uns ganz neue Slimes bauen. Der wird möglicherweise wird ja auch ein bisschen Kohle einbringen, ja? Wenn man da so was mit mixt. So fiese Sachen. Was willst du denn? Bleib mal da. Ja? Erstmal brauchen wir jetzt einen leeren Käfig für die Tierchen. Und da fangen sie schon an, unsere Probleme. Aber wenn ich mich recht entsinne, haben wir noch einen Puddleslime. Jetzt sag nicht, ihr habt das schon wieder alle ausgesoffen. Ey, das geht doch gar nicht. Ihr könnt doch nicht. Das könnt ihr doch nicht. Das wollte ich nicht. Bleibt da drin. Mann, hier. Ja, brr. So wollte ich. Ich meine, ich habe es doch eben erst aufgefüllt. Ich hätte jetzt doch damit gerechnet, dass es ein bisschen länger hält, ja? Da rennst du ja nur noch nach Wasser. Zum Wasser holen. Und hier war nirgendwo irgendwie eine Wasserquelle, ne? Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich, ein netter Versuch, nicht wahr? Okay, lass uns mal in die Grotte gehen. Oder hatten wir da hinten in der anderen Ecke, war da ein Wasseranschluss? Haben wir da fließend Wasser? Ja, guck, das Ding ist eigentlich schon, was ist denn hier noch drin? Gut ausgestattet. Lass mal in die Updates gucken. Kurz. Wie war denn das? Hier?
Music Box, okay. Ist vielleicht gar nicht verkehrt für die Kollegen. Bisschen Musik, ne? Solo Shield brauchen wir nicht. Demolish brauchen wir auch nicht. Okay. Ich glaube, die brauchen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein Solar Shield brauchen. Vor allen Dingen nicht hier unten in der Grotte, nicht wahr? Also alle da rein. Okay. Oh! Ist das ein Problem? Ist das jetzt ein Problem oder nicht? Ich bin 100% verseucht. Jetzt geht's wieder runter. Pass mal auf, bevor wir das nochmal ausprobieren, gehe ich jetzt erstmal nach hinten. Ach, das ist ja auch doof. Dann ist das so weit weg. Aber egal, wir machen das jetzt erstmal. So ein bisschen laufen muss man halt. Hält fit. Kann ich gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt frei ist. Ah ja, ausgezeichnet. Fapp. Wunderbar. Aber ihr fresst mir doch nichts weg hier, ne? Oder? Könnt ihr mal da rausbleiben? Ja? Ist nicht euer? Warum sind hier eigentlich so viele Slimes? Ich will die jetzt nicht hier haben. Ich will euch jetzt hier nicht haben. Haben wir die irgendwann, haben wir die mal gezüchtet, ja? Da haben wir die hier rumhüpfen lassen. Für was auch immer. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, nix au. Weg. Ich will euch nicht mehr hier. Na toll. Reicht das nicht? Kriegen wir das nicht hin? Das kriegen wir nicht hin, ey. Scheiße. Ja, ja, wow. Nix, wow. Raus. Der hat's überlebt, der hat's überlebt. Und der kommt natürlich wieder. Und der andere auch. Ihr seid so ehrlich. Weg. Schluss jetzt. Wir werden die jetzt mal mit Oka Oka füttern. Mit den restlichen. Ich meine, ich habe ja zwei. Zwei habe ich ja angesetzt. Ich glaube, hier ist alles besetzt, ja. Aber sowas von. Aber sowas von. Und vorne in dem Ding? Haben wir da irgendwas frei? Wenigstens hier zur Sicherheit so ein Ding. Ach, ja, 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 ja. Du Scheiße. Wenn wir das alles verkauft haben, dann haben wir Milliarden. Vor allen Dingen könnten wir das eigentlich auch machen. Der Preis steht ziemlich gut. Der Preis steht echt ziemlich gut. Leckerchen hier? Ach, ihr esst die nicht. Ja, dann eben nicht. Pink Plort? Ah, hier weg. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, danke schön. Oh, ich habe gerade einen Kaffee gekriegt und einen Nanuta. Oh, Cappuccino. Cappuccino. Wir nehmen schon viel zu lange auf. Ich möchte aber trotzdem die Jungs einmal füttern. Einen muss ich behalten. Einen muss ich behalten von diesen Orca-Dingern. Oh. Orca-Dingern. Aber ich möchte die gerne mal füttern und mal gucken, was da rauskommt. Aha. Zwei Stück behalte ich jetzt mal. Da sind so Dinger. Ja. Pass mal auf, wir gehen jetzt mal. Wir gehen jetzt mal rein. Komm. What? Hör auf! Hör auf! What? Was war das? Alter, 20. Oh. Wow, zieht das ab. Das geht dann aber rucki-zucki, ja? Oh, brandgefährlich. In solchen Massen sind die wirklich brandgefährlich. Ja gut.
müssen wir dementsprechend vorsichtig sein, würde ich vorschlagen. Macht vielleicht Sinn. Diese ganzen Waterplots, ne? Seid ihr damit einverstanden, dass ich die alle verkaufen werde? Weil das wird eine Weile dauern und das ist relativ langweilig, wenn wir das jetzt machen. Das wird sich wahrscheinlich sowieso keiner angucken. Stehen bei 52. Wir machen jetzt Feierabend. Ich verkaufe die Dinger danach noch und die nächste Folge, mal gucken, was ich die aufnehme. Wenn er mir ein paar Kommentare geschrieben hat, würde ich vorschlagen. Alles klar. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. War lustig. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.